Für 40 Cent gibt es nicht viel in Berlin, schon gar nicht ein ganzes Mittagessen. Doch anderswo schon. Dank einer App, die ein kleines Team um ihn, Sebastian Stricker, entwickelt hat. Konzipiert hat das Start-up die App Share the Meal in Berlin-Kreuzberg. Sebastian Stricker nahm eine Auszeit von seinem normalen Job bei den Vereinten Nationen, um den Spendenkanal zu entwickeln. Viele seiner Kollegen arbeiteten monatelang ehrenamtlich. Wir wollen es so einfach wie möglich machen, etwas gegen den Hunger in der Welt zu tun. Rund 100 Millionen Kinder leiden unter Hungersnot. Gleichzeitig kostet es nur 40 Euro Cent, um ein Kind einen Tag lang zu ernähren. Mit der App kann man ganz konkret einem Kind helfen. Das Prinzip ist simpel. Mit einem Klick kann ein Nutzer für einen Tag, eine Woche oder einen Monat Geld spenden. Die Spende wird gezielt für einzelne Projekte eingesetzt. Das soll für Transparenz sorgen. Zurzeit werden syrische Flüchtlingskinder im Libanon unterstützt. Davor wurde ein Projekt in Lesotho, Afrika und Jordanien finanziert. Weltweit hungert immer noch jedes siebte Kind. Sebastian Stricker und sein Mitstreiter Bernhard Kovac hoffen, mit der Idee möglichst viele Menschen zu erreichen. Mit der UNO im Rücken, die das Start-up als Projekt in ihr Welternährungsprogramm eingegliedert hat. Jedes Jahr ernährt das Programm rund 80 Millionen Menschen. Das Programm hat ein weltumspannendes Netz und ist so auch sehr effizient und kann kostengünstig Essen vertreiben. Mehr als 5 Millionen Mahlzeiten sind seit der Einführung vor knapp einem Jahr eingesammelt worden. So erfolgreich wie Share the Meal war bisher keine andere Spenden-App. Das Team ist ständig dabei, das Programm zu optimieren. Innovation ist ein ganz wesentlicher Punkt für den Erfolg, so Sebastian Stricker. Eine App scheint der nächste logische Schritt zu sein, um Spenden zu sammeln. Wie Sie wissen, bewegen sich Internetnutzer weg von Festgeräten hin zu mobilen Endgeräten. Das heißt, wir müssen verstehen, wie wir Smartphones und Apps wirksam einsetzen können. Es ist unwahrscheinlich, dass eine App das Problem lösen kann, aber wir können es versuchen. Das Team steht jetzt kurz vor einem nächsten wichtigen Schritt. Die App, die es bislang auf Deutsch und Englisch gibt, soll jetzt auf Arabisch herausgebracht werden. Pünktlich zum Beginn des Ramadan, Anfang Juni.